Basel. Hallo alle miteinander. Kommt rein, kommt rein. Oh! Wow. Wow. Ihr Flur ist eine richtige Rutsche, Madame Gazelle. Ist das extra so gebaut? Nein, das Haus ist einfach zu alt. Alles hier drin ist irgendwie krumm und ein bisschen schief. Ja, ja, heute ist alles krumm und schief, aber es hat nicht immer so ausgesehen. Seit wann ist Ihr Haus denn so krumm und schief, Madame Gazelle? Oh, ich weiß nicht, seit einer Ewigkeit. Inzwischen hat es auch überall Risse bekommen. Vielleicht sollte man Ihr Haus mal renovieren. Reicht es nicht, die Wände zu tapezieren und zu streichen? Dazu hat mir mein Handwerker geraten. Darf ich mir mal die Außenwände anschauen? Ja, was ist das? Ups, das ist mein kleines Weihnachtsbäumchen. Das ist doch nicht klein, das ist groß. Es ist ja auch schon ein sehr alter Weihnachtsbaum. Es war einmal ein kleiner Babybaum mit einer Fee auf der Baumspitze. Als Weihnachten vorbei war, wollte ich ihn nicht wegschmeißen. Deshalb habe ich ihn in den Garten gepflanzt. Ihr Babybaum ist so sehr gewachsen, dass er das Haus einfach verdrängt. Darum ist jetzt das ganze Haus total krumm und schief. Oh je, aber was machen wir denn jetzt? Ich rufe Herrn Bulle an. Hallo? Herr Bulle. Hier steht ein großer Baum, den Sie sich anschauen müssen. Ich komme sofort. Also, wo steht denn dieser Baum? Hier steht er. Da haben Sie aber ein Prachtexemplar von Baum, Madame Gazelle. Starke Wurzeln. Ja. Frau Ente und ihre Kinder sind schneller als unser Boot. Wollen wir ein Rennen austragen, Frau Ente? Volle Kraft voraus! Fährt die Schipperkiste vielleicht etwas schneller? Nein, das ist die Höchstgeschwindigkeit. Oh. Und das ist gut so. Du solltest langsam fahren, denn wir kommen zu einem Berg. Guck mal da, da vorne ist ein Berg. Und wir schippern jetzt dagegen. Nein, wir fahren doch durch den Tunnel. Ein Tunnel führt durch den Berg hindurch. Es ist ganz dunkel. Und unsere Stimmen klingen komisch. Wir schippern mit dem Boot mitten durch den Berg. Dieses Kanalboot macht tatsächlich großen Spaß. Guckt, da kommt noch ein anderer Riesenberg. Und das bedeutet noch ein Tunnel. Diesmal nicht. Oh, da ist kein Tunnel. Und was sollen wir jetzt tun? Wir nehmen den Weg über den Berg. Ein Boot kann nicht den Berg rauffahren. Das ist völlig unmöglich. Ist es nicht, denn wir benutzen jetzt eine Schleuse. Passt auf, ich zeig's euch. Mama Cleff öffnet die Schleusentore. Fahr das Boot rein, Captain. Wartet hier drinnen. Ich schließe die Schleusentore. Schaut mal, jetzt lasse ich das Wasser von oben reinlaufen. Wir fahren nach oben. Das steigende Wasser trägt das Boot nach oben. Und jetzt öffne ich diese Schleusentore. Weiter geht's, Captain. Volle Kraft voraus. Wow, wir sind gar nicht mehr am Boden. Wir fahren durch die Luft. Wir schippern über eine Brücke. Ja, auf dieser Brücke können wir ganz bequem das ganze tiefe Tal überqueren. Mit dem Kanalboot durch die Luft. Welches Abenteuer könnte das schon übertreffen? Wir fahren durch die Luft. Jetzt zeige ich euch was, wozu man ein super Gärtner sein muss. Meine Tomaten. Die sind ja nicht gerade sehr groß, Opa. Iss eine und sage mir, wonach sie schmeckt. Sie schmeckt nach gar nichts. Nun denn, sie sind wohl noch nicht ganz reif. Hallo, meine Kleinen. Oma Wutz. Bekomme ich wohl ein paar Tomaten, Opa Wutz? Nein, ich fürchte, die Tomaten sind noch nicht ganz reif. Vielleicht in ein paar Wochen. Aber es sollte Tomatensalat zum Abendessen geben. Opa Cleff hat auch einen Tomatenanbau. Ja,
Vielleicht kann Opa Kleff uns ein paar abgeben. Ich glaube kaum, dass jemand Opa Kleffs alte, schrumpelige Tomaten essen möchte. Oh. Hallöchen, Opa Kleff. Ah, Oma Wutz, wie nett, dich zu sehen an diesem schönen Morgen. Können wir von dir ein paar Tomaten ausborgen? Ausborgen? Ihr könnt euch so viele Tomaten nehmen, wie ihr wollt. Die Tomaten wachsen besonders gut dieses Jahr. Die sehen aber sehr viel größer aus als deine, Opa Wutz. Sie mögen größer sein, das heißt aber nicht, dass sie besser schmecken. Peppa, möchtest du gerne eine probieren? Ja, gerne. Lecker. Das ist die beste Tomate, die ich jemals im Leben gegessen habe. Ach, und wie hast du die Tomaten angebaut? Das war gar nicht viel Arbeit. Ich habe nur ein paar alte Tomatensamen in die Ecke da geworfen und schon wuchsen sie. Macht euren Korb voll, ich schaff sie eh nicht allein. Dankeschön. Wir werden einen schönen Tomatensalat daraus machen. Ah, ich kenne ein sehr gutes Rezept für Tomatensalat. Wie schön. Kannst du ihn für uns machen? Das Problem ist, ich brauche Basilikum. Und diesmal habe ich es nicht hingekriegt, Basilikum zu pflanzen. Mein Opa hat einen großen Topf voll Basilikum. Wirklich? Oh ja, eine ganze Menge von dem Zeugs. Kommt, ich zeig's euch. Tut ihr das nicht weh, Pedro? Keine Sorge, ich bin Super Pedro. Au. Oh je, was ist geschehen? Knöpsi ist auf Pedros Nase gefallen. Meine Nase tut weh. Armer Pedro, ich werde den Doktor anrufen. Dr. Braunbär am Apparat. Meine verletzte Nase, sagen Sie. Ich bin gleich da. Hallo, wo ist der Patient? Hier, meine Nase tut weh. Verstehe. Sag, du brauchst ein Pflaster. Hier, gleich fühlst du dich besser. Hurra! Mit meiner Brille stimmt etwas nicht. Pedros Brille ist ganz voller Schlamm. Oh, Dr. Braunbär, können Sie Pedros Brille reparieren? Nein, leider nicht. Dafür benötigen Sie einen Optiker. Ein Optiker ist eine Art Doktor für Brillen. Mein Vater ist ein Optiker. Hallo, Dr. Pony am Apparat. Mit einer Brille stimmt etwas nicht, sagen Sie. Bin schon unterwegs. Hallo, Papa. Hallo, mein Sohn. Wo ist denn das Problem? Mit meiner Brille stimmt was nicht. Kannst du diese Karte lesen? Nein, mit meiner Brille stimmt was nicht. Aha, diese Brille muss man einfach gut putzen. Ist es so besser? Ja, danke schön, Papa. Dr. Pony hat Pedros Brille repariert. Hurra! Danke schön, Doktorin. Alles ist wieder, wie es vorher war. Aber Knöpsi braucht noch Hilfe. Sie streckt alle ihre vier Beine in die Luft. Ich glaube, sie liegt verkehrt herum. Fragt mich alles, was ihr jemals über Obst und Gemüse wissen wolltet. Nur zu! Wie hoch war das Istgebäude, von dem Sie gesprungen sind? Bitte was? Warum ich Karotten so überaus liebe? Das kann ich dir sagen. Ich finde sie einfach so lecker. Laufen Sie schneller als eine Eisenbahn? Welches Gemüse dafür sorgt, dass du schneller läufst? Eine wirklich gute Frage. Ich würde da empfehlen, Rosenkohl. Haben Sie auch schon mal eine Kartoffel gegessen? Obst und Gemüse machen uns stark. Denk immer dran und iss 5 am Tag. Heutzutage empfehlen die Ärzte aber 7 Häppchen am Tag. Denk immer dran und iss 7 am Tag. Genau. Und als Dankeschön für den Besuch wollen wir Superkartoffel jetzt herzlich applaudieren. Dankeschön, Dankeschön und denkt daran, Kinder. Immer schön Obst und Gemüse essen. Superkartoffel hat das Gebäude verlassen. Oh je, habe ich ihn verpasst? Ja! Er war spitzenmäßig. Schön, es war nett, euch kennenzulernen. Aber jetzt muss ich leider auch wieder los. Wiedersehen. Kommt, Kinder. Wir winken Mr. Kartoffel zum Abschied. Oh je, das Auto von Mr. Kartoffel springt nicht an. Ah,
Ich komme hier nicht mehr raus. Mr. Kartoffel steckt fest. Hilfe, lass mich raus. Was sollen wir bloß tun? Hilfe, wir rufen Hilfe. Super Kartoffel. Lass mich raus. Super Kartoffel. Super Kartoffel. Er ist höchstwahrscheinlich zu beschäftigt, um zu kommen. Stopp, Kinder, Kinder. Diesmal wird es ganz sicher nicht funktionieren. Doch, Madame Gazelle, Sie müssen auch mithelfen. Dann kommt er. Wie du meinst. Hilf uns, Super Kartoffel. Bitte, es funktioniert nicht. Wir sollten Was besser... Was ist das da oben im Himmel? Ist es ein Vogel oder ein Flugzeug? Nein, es ist eine Kartoffel. Aktiviere Super Kartoffel Stärke. Ich bin bereit. Hurra! Hallo. Herr Elefant ist da, um Edmund abzuholen. Hilfe, Herr Elefant! Hier, wir stecken fest. Nur die Ruhe, meine Damen. Ich hole Sie da raus. Nein, dann bleiben Sie auch stecken. Es ist eine Falle. Ah, ich stecke hier fest. Papa Wutz, Luzi und Peppa kommen, um Schorsch abzuholen. Oh, was für liebe kleine Kinder ihr seid. Wo sind eure Eltern? Hilfe! Wir stecken fest! Das passiert doch normalerweise immer mir. Das ist doch so, dass das sonst immer mir passiert. Ich werde da jetzt reingehen und stecken bleiben. Ich und Luzi können da reingehen. Wir sind viel kleiner. Das ist sehr nett von euch, aber das ist meine Aufgabe. Ich bin erwachsen und muss das jetzt machen. Aber Papa! Keine Sorge, Peppa. Wenn ich stecken bleibe, rufe ich den Rettungsdienst an. Ja, ich stecke fest. Aber ich habe ein Telefon. Hallo, hier ist der Rettungsdienst. Oh, Sie sind ja auch hier. Ja, ich bin gerade etwas verhindert. Dann gibt's niemanden, der uns retten kann. Es gibt uns, Papa. Und wir werden euch Erwachsene retten. Das gibt's ja. Juhu. Dankeschön, Peppa und Luzi. Ihr habt uns gerettet. Hip, hip, hurra. Jetzt fahren wir aber schnellstens nach Hause. Die Kleinen wollen viel lieber hierbleiben. Peppa, könnt ihr jetzt bitte die Kleinen rausholen? Ja, Papa. Aber vorher müssen wir vielleicht ein bisschen spielen. Peppa und Luzi lieben den Hallenspielplatz. Alle lieben den Hallenspielplatz. Die riechen aber nicht nach viel. Ja, weil sie aus echtem Plastik sind. Sie sind aus Plastik? Ja, die halten garantiert ihr ganzes Leben lang. Kaufen Sie einen, nehmen Sie vier. Nein, vielen Dank, Herr Fuchs. Sie haben auch Fisch gekauft, wie ich sehe. Bei mir hätten Sie besseren bekommen. Auf Plastikfisch verzichten wir lieber. Das ist kein Plastik. Oder vielleicht doch. Aber dafür ist er ein tolles Spielzeug. Hören Sie mal, er singt. Funkel, Funkel, kleiner Stern. Und der braucht nur 24 Batterien. Boah, der ist aber schön. Findet ihr nicht auch? Können wir den haben, Papa? Nein. Bitte. Dann kann er für uns den ganzen Tag sein schönes Lied singen. Es tut mir leid, Peppa, aber wir brauchen zu Hause keinen singenden Fisch. Okay. Vielen Dank, Herr Fuchs. Aber wir haben wirklich alles, was wir haben wollten, gekauft. Es muss doch etwas geben, was Sie brauchen können. Wie wäre es mit dieser sehr kostbaren Vase aus China, die nie zerbricht? Weil sie nämlich aus Plastik ist. Die Vase ist ganz bezaubernd. Aber wir brauchen wirklich nichts mehr. Oh. Es regnet. Ah, jetzt werden wir ja ganz nass. Kein Problem. Da habe ich genau das Richtige. Regenschirme. Die nehmen wir. Ja, vier Regenschirme bitte. Am Marktstand von Herrn Fuchs gibt es alles. Sehen Sie, was für ein Glück, dass Sie bei mir vorbeigekommen sind. Ja, vielen Dank, Herr Fuchs. Und das Allerbeste ist, heute gilt, beim Kauf von vier Regenschirmen bekommen Sie einen singenden Fisch geschenkt. Oh, supi! Peppa liebt Wochenmärkte. Alle lieben Wochenmärkte. Mitfahren? Ja, bitte. Okay. Hüpf rein.
Wow! Hier unten ist es so bunt wie ein Regenbogen. Das sind Korallen. Korallen bestehen aus ganz, ganz vielen winzig kleinen Tieren. Oh. Und dieses Korallengebiet hier ist tausende Kilometer lang. Wir nennen es das Great Barrier Reef. Und meine Arbeit ist es, die Korallen zu beschützen. Können wir ein paar Korallen mit nach Hause nehmen? Tut mir leid, Pepper. Wir dürfen gucken, aber wir dürfen nichts berühren. Wenn sich jeder Besucher was mitnehmen würde von den Korallen, dann wären bald keine Korallen mehr da. Wir dürfen niemals, auf keinen Fall, irgendetwas von hier unten mitnehmen. Aha! Guckt mal, kleine Fische. Das sind Clownfische. Clownfische? Die sehen wirklich lustig aus. Guck doch mal da. Ein großer blauer Seestern. Und da ist ein kleiner roter. Und ein stacheliger grüner. Was ist das? Eine Wasserschildkröte. Oh! Hallo, liebe Frau Schildkröte. Wie schön, Sie hier zu treffen. Da könnt ihr mal sehen, was ich für ein Glück habe, in so einem tollen Büro zu arbeiten. Guckt! Eine kleine Brücke, genau wie in eurem Aquarium. Ja, du hast recht, Peppa. Hier ist es fast wie in dem Aquarium. Aber es gibt natürlich keine Schatztruhe. Hast du was entdeckt, Schorsch? Sieht aus wie eine Schatztruhe voller Goldmünzen. Wow! Schorsch hat eine Schatztruhe gefunden. Ich sag doch, Papa, hier ist alles ganz genau wie im Aquarium. Ja. Das viele Gold muss ja ein Vermögen wert sein. Ich glaube, da komme ich dran. Und jetzt werden sie gefüttert. Pinguine fressen gern Fisch. Oh! Ich finde, Pinguine können ganz schön gut fangen. Und watscheln. Und sie schwimmen gern. Wenn ihr durch die Glasscheibe guckt, seht ihr, wie gut die Pinguine tauchen können. Oh. Die können wirklich sehr gut schwimmen. Ja, deshalb haben wir so ein schickes Becken für sie angeschafft. Sehr interessant. Vielen Dank, Frau Krokodil, und vielen Dank, Herr Löwe. Gern geschehen, Frau Antilope. Gazelle. Oh, natürlich, klar, Gazelle. Welches Tier schauen wir uns denn jetzt an? Ich kann es schon sehen. Es ist sehr groß. Es ist eine Giraffe. Ja, das ist mein Papa. Er ist hier Tierpfleger im Zoo. Hallo, ich bin Herr Giraffe. Hallo, Herr Giraffe. Auf was für ein Zootier passen Sie denn auf? Vielleicht könnt ihr das erraten. Schaut mal da, da ist ein Netz. Es ist bestimmt ein sehr wildes Tier mit Flügeln. Ich glaube, es versteckt sich und beobachtet uns. Und plötzlich schlägt es zu. Oh, Schmetterlinge! Herr Giraffe passt auf die Schmetterlinge auf. Werden die Schmetterlinge jetzt auch gefüttert? Ja, die Schmetterlinge holen sich alles, was sie brauchen, aus diesen Blumen. Es ist faszinierend, dass sie allein von den Blumen leben können. Ach, könnte ich mich auch nur von Blumen ernähren. Ja. Das ganze Gerede über Essen hat mich richtig hungrig gemacht. Mich auch. Dann ist wohl jetzt für uns Fütterungszeit. Was gibt's denn heute zum Mittagessen, Herr Löwe? Da habe ich was ganz Besonderes mitgebracht. Einen Apfel, belegte Brote und Saft für alle. Lauter Dosen mit Picknick drin. Haut rein, alle Mann. Herr Löwe liebt die Fütterungszeiten im Zoo. Alle lieben die Fütterungszeiten im Zoo. Willkommen an unserem Picknickplatz. Mit unserem ganz besonderen Picknickbaum. Es ist der einzige Baum hier. Boah, ist das heiß. Haben Sie vielleicht ein bisschen Wasser? Aber klar, wir brauchen alle Wasser. Wasser ist sehr wertvoll hier draußen im Outback. Also nicht... Erfrischend kühl. Verschwenden. Papa, du sollst es trinken und nicht damit rumspritzen. Schon okay. Jetzt machen wir ein schönes, traditionelles australisches Picknick. Das klingt wunderbar. Sollen wir Holz für das Lagerfeuer sammeln? Wir brauchen kein Holz. Wir haben doch Gas. Herr Känguru hat einen Gasgrill.
Wenn wir zu Hause picknicken, kommt uns immer Frau Ente besuchen. Also hier kommt uns Frau Ente sicher nicht besuchen, mitten in der Wüste. Oh. Da kommt ein Schnabeltier. Uns kommt immer Frau Schnabeltier besuchen, wenn wir hier draußen ein Picknick machen. Essen ist fertig. Wer möchte gerne einen Maiskolben? Peppa liebt Maiskolben. Alle lieben Maiskolben. Jetzt könnten wir etwas spielen. Gute Idee. Ich habe einen Cricketschläger. Oh, spielt ihr hier in Australien auch Cricket? Ob wir Cricket spielen? Wir sind die geborenen Cricketspieler. Kick-Kick. Und wie spielt man das? Man schlägt den Ball mit dem Schläger. Ah! Wenn er gefangen wird, ist man raus. Fertig, Papa. Du bist raus, Papa. Haha, du bist dran, Peppa. Guter Schlag, Peppa. Oh weh, der Ball ist im Baum gelandet. Hier gibt es weit und breit nur einen Baum. Und unser Ball steckt mittendrin. Wenn ich dich hochhebe, Peppa, kannst du den Ball vielleicht holen? Ein Teddybär hat unseren Ball gefunden. Das ist kein Teddybär, Peppa. Das ist ein Koala. Danke, Kumpel. Das ist das süßeste Tier, was ich je gesehen habe. Ja, dieser Weg ist wie der bei Rotkäppchen und der Wolf. Am Ende laufen wir hier nach dem großen, bösen Wolf direkt in die Arme. Oh. Hallo zusammen, das ist Herr Wolf. Hallo, Herr Wolf. Geht's Ihnen gut? Vielen Dank, sehr gut. Nur ein wenig hungrig. Ich frage mich gerade, wo soll ich am besten zum Mittagessen? Wir gehen heute zu meiner Großmutter zum Mittagessen. Ach ja, wirklich? Ja. Ist es weit? Nicht wirklich. Wir nehmen die Abkürzung. Das geht schon. Das ist gut. Also dann, wir sehen uns später. Wiedersehen. Bye-bye. Das war genauso wie bei Rotkäppchen und dem bösen Wolf. Ich treffe Herrn Wolf mitten im tiefen Wald und ich gehe auch zur Großmutter. Wo geht's lang, Papa Wutz? Ich weiß nicht genau. Da drüben steht ein Häuschen. Fragen wir da nach dem Weg. Hallo. Ist irgendwer zu Hause? Ich frag mich, wer hier wohnt, so mitten im tiefen Wald. Da stehen drei Stühle. Und drei Schüsseln mit Haferbrei. Hallo, Peppa. Das ist Belinda Bär mit Mama und Papa Bär. Hallo zusammen. Hallo, Herr und Frau Bär. Entschuldigen Sie die Störung. Die Tür stand auf, da sind wir einfach reinspaziert. Das ist gar kein Problem. Es ist schön, dass Sie da sind. Bleibst du zum Essen bei uns, Peppa? Es gibt Haferbrei. Er ist nicht zu heiß und nicht zu kalt. Er ist genau richtig. Wir sind eigentlich gerade auf dem Weg zum Haus von Oma und Opa Wutz. Könnten Sie uns vielleicht den Weg dahin zeigen? Dieser Weg führt geradewegs zum Haus von Oma Wutz. Dankeschön. Wiedersehen. Tschüss. Wow, das war fast wie in dem Märchen von Goldlöckchen und den drei Bären. Ja, mit dem kleinen Haus und den drei Stühlen. Und den drei Schüsseln Haferbrei. Wir sind doch in einem Märchen drin. Und wie können wir euch heute helfen? Schorsch hat seinen Herrn Dinosaurier verloren. Keine Sorge, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du kriegst ihn zurück. Hauptsache, du hältst immer schön deine Augen und Ohren offen. Eigentlich hatten wir gehofft, dass eine freundliche Person den Spielzeugdinosaurier gefunden und hier abgegeben hat. Verstehe. Wir müssen Schorsch verhören. Eine reine Routine. Bitte beschreibe deinen Dinosaurier mit deinen eigenen Worten. Nimm dir Zeit. Beschreib ihn so ausführlich, wie du magst. Sausia. Exzellente Beschreibung. Wir hätten hier ein paar verlorene Dinosaurier. Kommt mit. Wow, was für Unmengen Zeugs. Ja, es ist erstaunlich, was die Leute so verloren haben. Regenschirme. Handtaschen. Piratenschätze. Ja, Piraten vergessen immer, wo sie ihren Schatz vergraben haben. Wenn die Finder den Piraten als rechtmäßigen Eigentümer nicht aufspüren können, dann bringen sie den Schatz hierher. Komischerweise ist noch nicht ein einziger Pirat auf die Polizeiwache gekommen, um seinen Schatz wieder abzuholen.
Diesen Betonmischer fand man in der Eisenbahn. Oh! Und diese Banane fand man im Schuhgeschäft. Wie in aller Welt sie da hingekommen ist, werden wir nie erfahren. Tut mir leid, junger Freund. Wonach wollten wir nochmal suchen? Sausia. Ach ja, da wären wir. Ein Karton voll mit Plastikdinosauriern. Ist das dein Stegosaurus? Nein. Was ist mit diesem Triceratops? Nö. Dieser Brontosaurus? Nein. Ich fürchte, mehr Spielzeugdinosaurier haben wir nicht. Oh. Sei nicht traurig, Schorsch. Ich bin ganz sicher, du bekommst ihn zurück. Das Wichtigste ist, immer die Augen und Ohren schön offen halten. Zum Beispiel, wie viele Kinder sind nötig, um Madame Gazelle hochzuheben? 100! 100! Das habt ihr jetzt alle nur geraten. Und was ist die Lösung? Keine Ahnung, aber wir könnten ein Experiment machen, um es herauszufinden. Wer möchte versuchen, Madame Gazelle hochzuheben? Ich! Oh. Ich kann sie alleine nicht heben. Madame Gazelle ist zu schwer für ein Kind. Versuchen wir es mal mit zwei Kindern. Hauch! Sie ist wirklich sehr schwer. Auch zwei Kinder können Madame Gazelle nicht hochheben. Probieren wir es mal mit drei Kindern. Hauruck! Hurra! Man braucht drei Kinder, um Madame Gazelle hochzuheben. Und das war jetzt Wissenschaft. Das macht Spaß. Dann probieren wir ein zweites Experiment. Ja! Baut doch mal einen Turm aus Bauklötzen. Ja, sehr gut. Aber der Turm sieht ein bisschen wackelig aus. Oh. Was könnten wir tun, damit er weniger wackelt? Die großen Bauklötze kommen nach unten und die kleineren obendrauf. Fantastisch! Edmund Elefant ist ein Schlauberger. Machen wir noch mehr Experimente? Aber ja, wer verrät mir sein Lieblingsspiel? In Matschepampepfützen herumspringen. Und was brauchen wir, um eine Matschepfütze herzustellen? Erde und Wasser. Erde und Wasser. Miteinander vermischen und fertig ist die Matschepampe. Peppa, bitte teste die Pfütze. Die Pfütze ist zu trocken. Wir brauchen also noch mehr Wasser. Bitte spring noch einmal, Peppa. Die Pfütze ist genau richtig. Groß und matschig. Und Matschepfützen herzustellen ist ein bisschen so wie Beton zu mischen. Das ist Herrn Löffels Karottenbeet. Denkt daran, Kinder. Der Osterhase ist sehr scheu und wird nicht kommen, wenn wir hier sind. Warten wir lieber unten. Luisa Löffels Haus ist unter der Erde. Luisa, hast du den Osterhasen eigentlich schon mal gesehen? Nein. Aber der Osterhase ist doch ein Hase. Ja. Und du bist auch ein Hase? Ja. Wie sieht der Osterhase aus? Ich glaube, er sieht so aus wie ich, nur etwas größer. Ich glaube, der Osterhase hat einen Raketenrucksack. Ja, er ist ein Superhase. Und ich glaube, der Osterhase hat einen Zauberstab. Ich glaube, der Osterhase ist riesengroß, damit er ganz viele Eier herumtragen kann. Nein, der Osterhase ist doch unsichtbar. Was? Unsichtbar heißt, dass man ihn nicht sehen kann. So was Dummes. Oh, jemand versteckt ein Ei. Es muss der Osterhase sein. Ich wünschte, wir könnten den echten Osterhasen sehen. Vielleicht können wir ihn ja sehen. Durchs Fenster. Ja! Oh, ich kann ihn nirgendwo entdecken. Ich glaube, wir werden den Osterhasen nie sehen. Denkt daran, Kinder, nicht gucken. Entschuldigung, Mami. Hallo zusammen. Oh, hallo, Papa Löffel.
Was machen die Karotten? Welche Karotten? Die Karotten, nach denen du sehen wolltest. Oh, denen geht's gut. Papa, hast du den Osterhasen gesehen? Nein, aber ich glaube, der Osterhase war mittlerweile auch bei uns. Meinst du, die Kinder können schon anfangen, Ostereier zu suchen? Oh ja, ich denke schon. Nein, Papa, das ist überhaupt nicht gut. Pepper, was genau, sagte Madame Gazelle, sollt ihr tun? Wir sollen unserer Fantasie freien Lauf lassen. In meiner Fantasie stelle ich mir eine riesige Burg für mich vor. Und sie soll so riesengroß sein, dass ich sogar darin wohnen kann. Ich verstehe. Na gut. Bei Familie Locke ist Frühstückszeit. Madame Gazelle hat gesagt, du sollst einen richtigen Feenpalast bauen? Ja, mit allen kleinen Einzelheiten. Entschuldigung, aber ich kann heute leider nicht zur Arbeit kommen. Es geht um ein Bastelprojekt. Ja, ja. Danke. Aber es sollte eigentlich klappen. Genau so soll meine Burg aussehen. Nur viel, viel größer. Wenn sie so groß werden soll, sollten wir besser Zement nehmen. Nein, Papa Wutz. Wir brauchen nur einen Pappkarton, der groß genug ist. Haben wir denn einen so großen Karton? Nein. Paketzustellung für Herrn Wutz. Ich erinnere mich gar nicht, etwas so Großes bestellt zu haben. Ah, es ist nur die neue Glühbirne. Warum braucht man dafür denn so eine große Verpackung? Soll ich den Karton wieder mit zurücknehmen? Oh ja, vielen Dank. Nein, Papa, wir brauchen den Karton. Guck, ich habe einen Karton. Dann ist die Burg ja fast fertig. Hurra! Sie ist noch gar nicht fast fertig. Wir müssen sie noch bekleben, anmalen und den Glitzer. Glitzer? Hallo? Hallo, kann ich bitte mit Peppa sprechen? Peppa, es ist Luzi Locke. Hallo, Luzi. Wie läuft es denn bei dir mit dem Bastelprojekt? Ich komme ganz gut klar. Mami, das muss spitzer und noch etwas größer. Und wie geht es mit deiner Burg voran? Die macht richtig viel Arbeit. Aber meine Mama und mein Papa helfen ein klitzekleines bisschen mit. Ein Boomerang? Boomerangs sind etwas ganz Besonderes. In Australien gibt's die seit uralten Zeiten. Wow, danke schön, Katinka. Was macht man denn damit? Wir spielen, werfen und fangen. Wie mit einem Ball? So ähnlich, nur wenn du einen Boomerang wirfst, kommt er zu dir zurück. Das geht doch gar nicht. Ich sag doch, dass das nicht geht. Du musst ihn noch fester werfen. Schasch, probier du's doch mal. Oh, es funktioniert nicht. Ihr werft ihn einfach nicht richtig. Wirf ihn doch mal ganz fest. Was? So vielleicht? Passen Sie auf! Wow. Ja, ich hab ihn. Der Boomerang ist wieder zu Peppa zurückgeflogen. Was hast du da? Das ist ein Boomerang, Papa. Ah, ja. Du musst ganz feste werfen, dann kommt er wieder zurück. Herr Wutz, ich zeig Ihnen das mal. Schauen Sie her. Eins, zwei, drei, los! Und wann kommt er zurück? Oh. Haltet die Augen offen, Kinder. Wir müssen den Boomerang wiederfinden. Ich fürchte, wir haben ihn gefunden. Hallo. Das ist Herr Wallaby, der nächste Nachbar von Herrn Känguru. Hallo, Herr Wallaby. Ich habe gerade die Kinder gezeigt, wie man Boomerang wirft. Tut mir leid mit Ihrem Fenster. Kein Problem, Kumpel. Was ist schon eine kaputte Fensterscheibe unter Freunden? Herr Wallaby ist ein sehr netter Nachbar. Passen Sie nächstes Mal besser auf. Danke. Wie ich schon sagte, so einen Boomerang muss man richtig feste werfen. Gut. So etwa? Sehr gut, Papa. Hey, Diddle, Diddle, die Katz und die Fiedel. Über den Mond springt die Kuh. Da lacht der Hund, das Rennen im Nu. Teller und Löffel davon. Die Teller rennt mit dem Löffel davon und die Kuh springt über den Mond. Es ist ja verrückt.
Wer wie jetzt? Ich kenne ein Lied über eine Maus. Magst du es vorsingen, Freddy? Tickedi-tackedi auf. Die Maus rennt die Uhr hinauf. Die Uhr schlägt eins. Die Maus rennt davon. Tickedi-tackedi-dong. Oh, dieser Reim macht mehr Sinn als der von eben. Mäuse rennen nämlich sehr gern herum. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, in dem Zahlen vorkommen. Hervorragend. Wendy, bitte steh auf und sing es uns mal vor. 1, 2, 3, 4, 5, ich hatte mal beim Fischen Glück. 6, 7, 8, 9, 10, schmeiß ich den Fisch in den Teich zurück. Warum hast du das getan? Weil das Fischchen beißen kann. Nein, nein, das kann nicht sein. Doch in den kleinen Finger rein. Oh, der arme kleine Fisch hatte große Angst. Es war sehr nett, ihn wieder freizulassen. Madame Gazelle? Ja, Pedro? Ich mag Robin Hood. Okay. Und kommt Robin Hood auch in einem Kinderlied vor? Ja, Robin Hood hatte einen Hut. Er machte niemals Quatsch und er liebte Matsch. Das war sehr gut, Pedro. Das habe ich mir selbst ausgedacht. Madame Gazelle, ich kenne ein Lied, bei dem man marschieren muss. Dafür müssen wir aber rausgehen. Da ist Mr. Kartoffel. Herzlich willkommen in Baggerlande. Hier werden eure Baggerfahrerträume wahr. Hier ist die Sandbaggerstation. Oh! Pepper und Schorsche, rauf mit euch! Mama und Papa Wutz, sie müssen strampeln. Also, ihr füllt jetzt diesen großen Eimer mit Sand. Das macht Spaß. Sehr gute Arbeit, Kinder. Und jetzt drehen wir den Eimer um, klopfen obendrauf und voilà! Hurra! Pepper und Schorsch haben eine große Sandburg gebaut. Können wir zur nächsten Station gehen? Das ist die Gabelstaplerstation. Stapelt die bunte Würfel zu einer Mauer. An die Arbeit, Mama. Jawohl, Peppa. Schneller strampeln, Mama. Ich strampel schon so schnell, wie ich kann, Peppa. Noch ein Würfel. Fertig. Eine echte Mauer. Schorsch fährt einen Abrissbagger. Oh je, Schorsch hat Peppas Mauer abgerissen. Schorsch, du freches Schweinchen. Oho, erst bauen wir die Mauer auf, dann reißen wir sie ab. So macht das Baggerland erst Spaß. Das ist ein Greifarmautomat. Was kann man denn damit machen? Ich hoffe, er funktioniert ohne Strampeln. Mama und Papa Wutz, bitte strampeln. Peppa und Schorsch, holt euch mit der Greifarm einen schönen Preis. Oh. Darf ich vorstellen? Dein Kürbis. Opa Wutz, das ist der größte Kürbis auf der ganzen Welt. Das ist schon möglich. Aber wie sollen wir einen so großen Kürbis denn bloß zur Spielgruppe bringen? Einen Schritt nach dem anderen, Oma Wutz. Erstmal müssen wir aus dem Kürbis eine Laterne machen. Deshalb höhle ich diesen Kürbis jetzt erstmal aus. Und jetzt schneiden wir das Gesicht hinein. Und mit einer Kerze bringen wir ihn zum Leuchten. Wunderhübsch! Und jetzt tragen wir die Kürbislaterne ins Auto. Der Kürbis ist sehr, sehr schwer. Also, damit haben wir Schritt 1 geschafft. Der Kürbis liegt nicht mehr im Gewächshaus. Kommen wir zu Schritt 2. Wir heben den Kürbis ins Auto. Der Kürbis lässt sich nicht anheben. Siehst du, er ist viel zu groß. Er ist nicht zu groß. Wir könnten nur etwas Hilfe gebrauchen.
Hallo? Frau Mümmels Hubschrauber-Rettungsservice. Frau Mümmel, könnten Sie uns bitte retten kommen? Es geht um meinen Kürbis. Bitte kommen Sie schnell. Bin schon unterwegs. Alle Kinder haben ihre Kürbislaternen zur Spielgruppe mitgebracht. Herzlich willkommen zum Kürbiswettbewerb. Wenn alle Teilnehmer da sind, können wir anfangen. Peppa ist nicht da. Oh, aber wo steckt sie denn? Frau Mümmels Rettungshubschrauber ist bei Opas Gewächshaus angekommen. So, wer muss denn hier gerettet werden? Mein Kürbis! Wir müssen ihn nämlich rechtzeitig zum Wettbewerb in die Spielgruppe bringen. Alles klar. Alle an Bord. Das war gut, Kinder. Ich habe tolle Bäume auf Bergspitzen gesehen. Und jetzt hören wir uns mal diese Musik ihr an. Und welche Bilder fallen euch dazu ein? Denkt daran, eure Fantasie zu benutzen. Ich weiß es. Pedro? Ist die richtige Antwort ein Kirschbaum, der seine Zweige auf einer Bergspitze wiegt? Mhm. Aber diese Musik war viel schneller, findest du nicht? Dann ein Kirschbaum, der seine Zweige schnell wiegt. Klausi? Mich erinnert die Musik an eine Marschkapelle. Das war sehr gut, Klausi. Hört zu, diese Musik hat einen Rhythmus, bei dem man immer aufstampfen muss. Alle holen sich jetzt ein Schlaginstrument aus dem Musikwagen. Ihr seid jetzt eine Marschkapelle. Ihr marschiert und schlagt im Takt auf eure Trommeln. Das reicht. Ihr seid wundervoll marschiert, Kinder. Hat's euch Spaß gemacht? Ja, danke. Die nächste Musik ist ein kleines bisschen anders. Denkt daran, ihr sollt aufmerksam zuhören und überlegen, was ihr dabei fühlt. Ich glaube, das ist Weltraummusik. Es ist eine außerirdische Party. Ah, was stimmt mit diesem Apparat nicht? Roboter aus der Zukunft. Hallo, ich bin ein Marsmensch. Ich bin ein Roboter, ich bin ein Roboter. Sing, zum, sing. Das ist die beste Musik von allen. Hör zu, ich glaube, der Apparat ist kaputt. Nein. Oh. Und jetzt sagt mir, was fühlt ihr, wenn ihr diese Musik hört? Ich fühle mich etwas gelangweilt. Oma Wutz, Opa Wutz. Hallo, meine Kleinen. So, Kinder, seid schön lieb. Und du, Schorsch, mach deine neue Mütze nicht schmutzig. Hahaha, wir versprechen, dass Schorschs neue Bommelmütze sauber bleibt. Dankeschön, Opa Wutz. Dann bis später. Wiedersehen. Kommt ihr, Peppa und Schorsch? Wir gehen runter in unseren Garten. Ja. Schorsch, denk dran, was Mama Wutz über die Mütze gesagt hat. Ja, ja, Oma Wutz. Das wird schon klappen. Peppa und Schorsch haben einen großen Misthaufen entdeckt. Opa Wutz, was ist das? Das ist Mist zum Düngen. Ein wunderbares Zeug. Ich pack's auf mein Gemüsebeet, denn dann wächst alles schön stark und groß. Es riecht ziemlich stinkig. Es ist das Schmutzigste und Stinkigste im ganzen Garten. Am besten tretet ihr zwei ein Stückchen zurück. Sehr schön. Dann kommt, düngen wir den Garten. Das ist das Gemüsebeet von Opa Wutz. Hallo, mein liebes Gemüse. Möchtet ihr ein bisschen Dünger haben? Es ist etwas windig. Halt deine Mütze fest, Schorsch. Oh je, der Wind hat Schorschs Mütze weggeweht. Schorsch, fang sie! Schorschs Mütze hängt im Baum fest. Schorsch, du bist ja ganz schlammig. Oh. Aber deine Bommelmütze ist sauber. Na, Gott sei Dank aber auch. Ich kann sie dir runterholen. Vielleicht sollte ich dir besser ein bisschen helfen. Nein, Opa Wutz, ich kann das allein. Ups! Oh je. Hast du denn einen Ball?
Nein. Das macht nichts. Wir nehmen einfach unseren als Ob-Ball. Fang, Klausi! Jetzt schieße ich ihn ganz weit. Uff. Oh, hallo zusammen. Da kommt Luisa Löffel. Hallo Luisa, wir spielen gerade mit unserem neuen Als-Ob-Ball. Aber Klausi hat ihn weit weggeschossen. Oh, ich kenne auch ein Als-Ob-Spiel. Ihr müsst raten, was ich bin. Du bist ein Hase. Nein, ich tue so, als ob ich was anderes wäre. Bist du dann ein Esel? Nein. Bist du ein flauschiger Elefant? Nein. Eine Mondrakete? Nein. Ich glaube, dieses Spiel dauert mir echt zu lange. Frag mich, ob ich groß bin. Bist du groß? Nein. Warte, ich helfe euch. Ich bin ein Gemüse. Hast du nicht einen besseren Tipp für uns? Frag mich, ob ich eine Möhre bin. Bist du eine Möhre? Ja. Hurra! Schorsch kommt auch zum Spielen. Schorsch, du tust so, als ob du etwas anderes bist und wir müssen alle raten, was. Ein Dinosaurier. Das war zu einfach, Schorsch. Denk mal dran, was es alles gibt auf der großen, weiten Welt. Schorsch denkt nach. Ein Dinosaurier. Hallo zusammen. Da kommt Pedro Pony. Was spielt ihr gerade? Wir haben ein Als-Ob-Ratespiel gemacht. Ich glaube, das ist jetzt schon vorbei. Was würdest du denn gerne spielen, Pedro? Ich möchte gerne in Matschepfützen rumspringen. Ja! Ja! Kommt, wir suchen uns Pfützen. Oh, hier sind gar keine Pfützen. Ohne Regen keine Matschepfützen. Dann tun wir so, als ob es regnet. Es regnet, es schüttet, platscht und platscht, der Regen fällt, diddli diddli di. Können wir nicht mit den Rollern zur Spielgruppe fahren, Papa? Gute Idee, etwas Übung kann ja nicht schaden. Hurra! Achtung, fertig, los! Hui. Jetzt wartet doch! Bis später, Mama Wutz! Ja, bis später! Peppa und Schorsch fahren mit ihren Rollern zur Spielgruppe. Brumm, brumm, brumm! Hui. Nicht so schnell! Komm schon, Papa! Papa kann nicht so schnell! Wartet auf mich! Peppa und Schorsch sind bei der Spielgruppe angekommen. Wiedersehen, Papa. Wiedersehen. Tschüss. Oh, jetzt muss ich den ganzen Weg zurücklaufen. Ich wünschte, ich hätte ein paar Räder unter den Füßen. Moment mal, ich habe ja Räder. Das macht Spaß. Papa Wutz gefällt das Rollerfahren. Brumm, brumm, jee! Papa Wutz, du fährst ja auf Peppas Roller. Ja, Rollerfahren macht so viel Spaß. Du solltest es auch mal probieren. Peppa und Schorsch malen Bilder in der Spielgruppe. Madame Gazelle, wir sind heute mit den Rollern zur Spielgruppe gefahren. Das ist schön, Peppa und Schorsch. Dann malt doch mal alle ein Bild davon, wie ihr heute zur Spielgruppe gekommen seid. Also, ich bin Fahrrad gefahren. Wie schön. Ich bin zu Fuß gekommen. Das tut gut, an der frischen Luft zu laufen. Mein Opa hat mich mit dem Laster hergefahren. Brumm, brumm, brumm. Ganz herrlich. Ah, Frau Mümmel, bitte kommen Sie rein, kommen Sie rein. Hallo allerseits. Hallo Königin. Wir machen heute einen Ausflug nach London. Wir haben gehofft, Sie könnten uns sagen, was wir uns anschauen sollen. Ich kann sogar noch mehr als das. Schließlich ist London meine Stadt und ich kenne sie sehr gut. Ich werde euch höchstpersönlich durch die Stadt führen. Hurra! Am allerbesten schaut man sich London aus einem Doppeldeckerbus an. Oh. Herr Busfahrer, würden Sie uns bitte mal Ihren Bus leihen? Mein Bus leihen? Soll das etwa ein Witz sein? Nein, ich bin Ihre Königin. In diesem Fall, Eure Majestät, gehört der Bus Ihnen. Wenn die Königin etwas von einem will, sagt man nicht nein. Alle einsteigen auf das Oberdeck. Im Bus gibt es eine Treppe. Ganz oben hat der Doppeldeckerbus auch noch Sitze. Hier spricht die Königin. Ich bin heute eure Stadtführerin. Erster Halt, Big Ben.
Dieser hohe Uhrenturm heißt Big Ben. Eigentlich heißt nur die große Glocke Big Ben und nicht der ganze Turm. Du weißt aber viel für einen kleinen Elefanten. Ja, ich bin ein Schlauberger. Oh. Das ist aber laut. So hört sich Big Ben an, wenn er uns sagt, wie viel Uhr es ist. Er hat 3-mal geläutet, also ist es 3 Uhr. Und wenn er jetzt 6-mal geläutet hätte, wäre es dann auch 6 Uhr? Ganz genau. Und wenn Big Ben jetzt 100-mal geläutet hätte? Dann wäre er wohl kaputt. Jetzt geht es weiter. Nächster Halt, Tower Bridge. Wir müssen die Brücke überqueren, um unseren Ausflug fortzusetzen. Stopp! Hier geht's grad nicht weiter. Schaut, da ist ein großes Schiff.